wer von Ihnen kennt CS First? Doch schon einige. Also ich stelle es trotzdem ganz kurz vor. Das ist eine tolle PR-Aktion von Google, kann man so sagen. Google braucht Nachwuchs für die Programmierung von einem Search Engine oder was auch immer, das sie noch auf den Markt bringen wollen. Und dazu wollen sie eben den Nachwuchs fördern. CS First, Computer Science First, mit dem können Sie sehr einfach im Unterricht den Schülerinnen und Schülern Scratch beibringen, beziehungsweise lernen Sie es eben anhand von Videos. Es gibt momentan zwei Themenblöcke, die je rund 10 Stunden Unterricht abdecken. Und das Tolle ist ja, Scratch ist seit diesem Januar komplett ohne Flash verfügbar. Also es läuft mit HTML und JavaScript in allen Browsern, allen gängigen Browsern. Und von dem her, das ist jetzt eben auch die neuen Inhalte, sind extra für diese Browser angepasst worden, für diese Version. Wenn Sie auf die Website CS First Google gehen, dann finden Sie das, also nicht CS First, also nicht Credit Suisse, muss aufpassen, aber dann kommen Sie auf diese Seite und da sind Sie richtig, weil da können Sie dann eben so ein Modul auswählen. Wir brauchen das meistens in unseren Scratch-Kursen, wir machen das Game Design Modul. Ich nehme an, ihr habt auch das Game Design Modul verwendet, genau, Angela nickt. Es gab ja so zwei Workshops heute dazu. Praktisch ist eben, wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler kriegen ein Kursheftchen, Stickers, und die Lehrpersonen haben ein ganzes Buch von über 70 Seiten didaktisches Material, in dem sie ein Open Educational Resource für Scratch, kann man sagen. Genau. Gut. Das Ganze hängt auch zusammen mit dem Lehrplan 21. Wir haben mal geschaut, wie könnte man das mappen, alle diese Anforderungen, die Kompetenzen, die gefordert sind. Im Bereich Datenstrukturen etwa rund 50% dieser Kompetenzen abgedeckt mit CS First. Im Bereich Algorithmen kann ich sagen, eigentlich das ganze Kapitel kann man abdecken mit CS First und Scratch. Und im Bereich Informatiksysteme auch etwa vielleicht rund ein Drittel. Also unter dem Strich haben Sie die Möglichkeit, etwa die Hälfte des ganzen Informatik-Lehrplans mit diesem CS First und Scratch abzudecken. Und die andere Hälfte, für das können Sie beispielsweise einen Lernstick brauchen. Infos eben dazu, wie gesagt, auf dieser Website, lehrplan-lp21-informatik.ch. Da haben wir die einzelnen Beispiele ergänzt. Und Kurse machen wir eben auch in Bern. Wir haben heute Morgen gehört, es gibt in Zürich so Kurse. Wir machen das nächste Mal in Bern. Es ist auf dem FACR ausgeschrieben. FACR kennen die Leute, die in der Region sind. Das Ferienprogramm für Kinder, aber das geht eben auch unter der Ferien, unter dem Semester. Blöderweise gerade gleichzeitig mit dem tollen Code Camp Week ist unser zweiter Anlass, Scratch eben, wo wir an zwei Tagen das unterrichten. Oder beziehungsweise Google es unterrichten lassen. Das ist das Praktische.